Eine besonders miese Schikane gegenüber einer Rollstuhlfahrerin beschäftigt jetzt Peggy Herrmann und ihren Kollegen Ben Decker in Köln-Weidenpesch. Guten Tag. Huh? Oh Gott. Hey! Hallo, stopp! Aufhören! Alles gut? Ja. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss eigentlich da lang und auf einmal fliegen hier die ganzen Sachen raus. Ja. Und das ist so schon schwer genug mit dem Rollstuhl. Jeden Tag. Und ich. Sind Sie getroffen worden? Nee, halt die Kleidungsstücke. Aber von den Möbeln jetzt so nicht. Aber ich komme hier nicht vorbei. Sind die Möbel aus dem Fenster geflogen? Ein paar standen hier schon vorher. Mehr so die Klamotten und diese Kleinigkeiten. Aber die sind halt auch alle auf mich drauf. Soll ich Ihnen mal kurz aushelfen irgendwie? Geht das, wenn ich Sie zurückziehe? Ja, hier sind diese Klamotten. Aber Sie sind nicht getroffen worden, nochmal die Frage. Nee, also mir geht's gut so. Okay. Wir gucken dann gleich mal nach. Also Sie sind nicht verletzt, nichts? Nee, ich war nur auf dem Weg zur Arbeit. Ja, alles klar. Dann können Sie, wenn Sie wollen, gerne weiterfahren. Also, zumindest einmal die Personalien aufnehmen, falls Sie noch Fragen haben. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Haben Sie denn gesehen, wer das war? Nee, hey. Ich habe nur halt die Kleidungsstücke gesehen. Was soll das? Wer sind Sie? Was ist hier? Was sind meine Sachen hier? Hallo? Das sind Ihre Sachen, definitiv. Ja, natürlich sind das meine Sachen. Ich wohne hier. Was machst du für einen Mist da oben? Jetzt fahren Sie mal kurz runter. Hallo. Was soll ich denn sagen? Meine Sachen liegen auf der Straße. Pass auf, wir helfen jetzt eben der Dame, unterhalten uns kurz mit der und danach unterhalten wir uns mit Ihnen. Ist das okay? Ja, ich bitte darum. Meine Sachen liegen hier auf der Straße rum. Anscheinend hat der Anschlag nicht gezielt der Rollstuhlfahrerin gegolten. Doch welches Motiv hat der Unbekannte in der Wohnung, die Möbel des Anwohners zu entsorgen? So, wer sind Sie jetzt? Ich bin Roman Hacker, ich wohne hier. Okay, vielleicht dort noch mal ein bisschen zur Seite gehen, nicht, dass gleich hier noch ein Tisch auf dem Fenster kommt. Was der Typ da ist, noch runterwirft. Der Typ ist wer? Mein Vater. Ist er alleine hier? Ja, oben? Der hat heute Urlaub, meine Mutter ist arbeiten und er scheint den Tag damit zu verbringen wollen, meine Sachen aus dem Fenster zu werfen. Haben Sie sich gestritten, oder? Nicht jetzt irgendwie so, dass das hier gerechtfertigt wäre. Also, das ist neu für mich, wie Sie offensichtlich bemerkt haben. Also haben Sie sich gestritten oder nicht? Wir haben jetzt nicht die beste Beziehung immer, aber um Gottes Willen. Aber kein konkreter Streit heute. Halt so Vater-Sohn-Sachen, die man halt schon mal hat. Aber wie gesagt, Sie wissen schon, such den Job und was weiß ich alles. Das Übliche. Okay. Roman Hacker. Ja, und wie gesagt, da können wir da irgendwas machen. Kann doch nicht sein, dass der meine Sachen einfach vor die Tür schmeißt. Nein. Wir sprechen gleich mal mit dem. Ja, wie heißt denn Ihr Vater? David Hacker. David Hacker. Okay. Bevor die Beamten den Vater zur Rede stellen, nimmt Polizeioberkommissarin Peggy Herrmann Kontakt mit der Wache Köln-Mülheim auf und fragt die Personalien der Beteiligten ab. Ja, kann ich bestätigen. Roman Hacker, David Hacker, beide dort gemeldet und eine Sandra Hacker. Ja, beide negativ? Keine Einträge, ja. Ja, ist verstanden. Gut. Alles gut. Ja? Sind hier gemeldet. Mhm. Dann gehen wir mal rein. Hacker, ne? Ganz richtig. Ja. Ist sonst noch jemand in der Wohnung außer Ihr Vater? Wissen Sie da was? Nee, sollte eigentlich nicht. Meine Mutter ist auf der Arbeit. Okay. Ja, ist guten Tag. Guten Tag. Herr Hacker? Ja. Ja, richtig. Die Polizei. Wir sind mit Ihrem Sohn hier und es geht um den Vorfall, dass da Möbelstücke und Kleidungsstücke von Ihrem Sohn auf der Straße liegen und nach draußen geworfen wurden. Offensichtlich aus Ihrer Wohnung. Aber spinnst du eigentlich jetzt? Bist du vollkommen durch? Wirst langsam senil, habe ich das Gefühl. Wer ist das? Das ist der Roman Hacker, Ihr Sohn. Das ist nicht mein Sohn, ich kenne den Mann nicht. Natürlich bin ich dein Sohn. Quatsch. Also tut mir leid, ich bin gerade beim Ausmisten. Ich habe Sachen aus dem Fenster geworfen. Ja, meine Sachen. Genau. Ging einfach schneller. Tut mir leid, wenn da irgendwas passiert ist. Ja. Sie sagen, das ist nie Ihr Sohn. Ja, natürlich bin ich sein Sohn. Ich kenne den Mann nicht. Wieso werfen Sie Sachen aus dem Fenster? Ich bin gerade beim Ausmisten, da kommt alles raus. Da schmeißt man das alles aus dem Fenster? Ja, Entschuldigung, ich hatte schon ein paar Sachen runtergetragen und musste schnell gehen. War eine blöde Idee. Und ausgerechnet sind es meine Sachen. Und ausgerechnet jetzt bin ich nicht mehr dein Sohn, oder was? Ich kenne den Mann nicht. Hören Sie. Also das haben wir schon überprüft. Der ist ja gemeldet und die Angaben stimmen soweit. Das würden wir gerne ausweisen. Ich weiß nicht, was Sie uns jetzt erzählen wollen, aber Ihnen sollte ja klar sein, dass wir sowas überprüfen können. Also wie, der ist hier gemeldet? Herr Hacker, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal nach oben und dann führen wir das Gespräch da weiter. Ist das okay? Also jetzt nicht unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht. Doch, ich möchte mal gucken, wie es da oben aussieht und ich muss diesen Fall klären. Außerdem ist das sehr gefährlich, was Sie gerade gemacht haben. Wir haben den Anfangsverdacht einer Straftat und ich möchte mir gerne von oben ein Bild machen.
Ja, was der Hacker hier gemacht hat, das geht natürlich gar nicht. Völlig verantwortungslos hier das Inventar direkt auf den Gehweg zu werfen. Und dieser Gehweg befindet sich auch unmittelbar an einer Straße, wo Autos, vorbeifahrende Autos gefährdet werden können. Also gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr liegt hier zumindest vor und so auch nicht zu tolerieren. Mark Westerhofen will am frühen Abend seine Spätschicht beginnen, als der Polizeioberkommissar direkt vor der Wache eine junge Frau in Not vorfindet. Was ist denn los? Kommen Sie mal raus. Was haben Sie denn da am Kopf? Was passiert? Ein bisschen lauter, ich verstehe gar nichts. Wo ist denn der Fahrzeughalter, der Besitzer von dem Auto? Wo ist der? Ist der da drinnen bei uns? Ist bei Ihnen aber soweit alles in Ordnung, ja? Ich hol den grad. Bleiben Sie mal drin, ja? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Danke. Hallo. Ich bin pünktlich, ne? Also nichts sagen. Da ist eine Dame da draußen im Auto. Ja. Die ist da eingesperrt, die kommt da nicht raus. Hat hier irgendjemand noch Befragung, Vernehmung oder sowas? Ja, hier im Zimmer ist einer drin. Kannst du gerade rein, Jan? Geh einfach mal rein. Der Fahrzeughalter ist gerade dabei, eine Anzeige aufzugeben, als Mark Westerhofen ihn auffordert, umgehend die junge Frau freizulassen. Was hatte der Mann mit der Verletzten vor? Du wirst doch irre, Mann! Jetzt wirst du kriegen das, was du verdienst. Hey, Arme runter, krank. Finger runter, wir beruhigen was uns, ist denn okay? Der Irre hat mich eingesperrt im Auto. Was redest du denn da? Und hat abgeschlossen, ich kam nicht raus die ganze Zeit. Das ist die Erpresserin. Von dieser Frau kriege ich seit Wochen Drohbriefe und jetzt verlangt sie noch Geld von mir. Also das ist die Dame, von der mir genau so das ist die Dame. Haben, ja? Die ist freiwillig in mein Auto eingestiegen. Ich habe die Situation nur ausgekostet und bin ohne ihr Wissen direkt hier hingefahren. Jetzt wirst du bekommen, das, was du jetzt verdienst. Jetzt hören Sie mal gerade auf. Jetzt sagen Sie mir ganz kurz, ich habe das eben nicht verstanden. Wo haben Sie die Wunde denn jetzt her? Ja, von dem Typen. Der hat mich ins Auto gezerrt und dabei habe ich mich hier aufgeschlagen an der Stirn. Du bist zu dumm, ins Auto einzusteigen. Okay. Wir hören jetzt auf, uns zu beleidigen. Erstmal gehen wir jetzt rein und klären da alles weiter. Okay? Dann werden Sie getrennt. Und dann befrage ich Sie noch mal und der Kollege befragt dann die Dame, okay? Kommen Sie erst mal mit. Ja, ist schon eine komische Sache, ne? Kommst du zum Dienst, da sitzt eine Frau draußen im Auto, eingeschlossen, verletzt. Ja, und drinnen ist irgendeine Befragung. Ich weiß gar nicht, worum es da oben ging. Aber ich glaube, die zwei, die haben ein großes Problem. Streitigkeiten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ich gehe mal hoch. Ich glaube, die Frau braucht gerade mal ein paar Fragen und ich brauche ein paar Antworten. Ich muss mal an. Hallo. Alles erklären, okay? Der Typ ist völlig gestört, Mann. Der hat mich einfach in sein Auto eingesperrt. Der tickt nicht mehr ganz sauber. Ich erkläre dir alles später, ja? Okay. Ja. Ciao. Sehr gut. War die Mama? Ja. Warum haben Sie gerade angerufen? Nur mal kurz mal erzählen, was Sache ist. Ja, ich musste gerade einfach mal mit jemandem reden. Also, vorab, die erste Sache ist diese Verletzung. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wo haben Sie die Verletzung noch mal her? Wie ist das passiert? Von dem Typen, der hat mich ins Auto gezerrt. Dann habe ich mich da oben an einem Dach gestoßen. Vorsicht, nicht herangehen. Ja, und keine Ahnung, es tat einfach total weh. Ich habe es gar nicht richtig gemerkt. Das geht auch noch so. Ne? Die Ärzte versorgen, wie gesagt, haben wir gesagt halt eben schon. Ne? Die müssen wir auf jeden Fall gewährleisten. Das heißt, irgendwann vielleicht gleich mal ein Pflaster oder sowas drauf machen. Ja, es geht schon. Es ist, aber nicht dran gehen, ne? Sonst ist nachher entzündet. Okay, Sie sind aber wider Willen sind Sie ins Auto gezerrt worden, sagen Sie jetzt. Ne? Ja, natürlich. Also das heißt, er hat Sie quasi schon in das Auto gezogen oder geschubst in das Auto. Wie hat er das gemacht? Er hat mich reingedrängt. Also ich bin nicht freiwillig eingestiegen. Er war nicht im Auto, er stand draußen, hat Sie quasi ins Auto reingeschubst. Genau, er hat mich richtig reingeschubst und hat mich festgehalten, dass ich nicht mehr aussteigen konnte und hat er die Tür zugeklappt. Und da haben Sie sich dann die Wunde da. Weil ich habe mich gewehrt, ich wollte mich wieder aus dem Auto befreien und als ich mich eben gegen ihn gestoßen habe, da bin ich oben ans Dach geknallt. In welchem Verhältnis stehen Sie überhaupt zueinander? Sind Sie verheiratet? Na, um Gottes Willen. Miteinander verlobt oder ist das Ihr Mann, Ihr Freund? Okay, also das mit ihm ist so ein Thema für sich. Also wir hatten mal eine Affäre und die ging ungefähr ein Jahr und ja, dann war das Ganze halt vorbei. Er hat mir versprochen, dass er sich von seiner Frau trennt. Er hat mir vorgegaukelt, dass er mich so liebt und sie für mich verlassen würde. Das hat er am Ende aber nicht getan. Er hat mich eigentlich nur hingehalten die ganze Zeit. Er hat mich eigentlich nur verarscht von vorne bis hinten. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Dann hat er das alles beendet mit uns. Also das, was ich jetzt so verstanden habe, ist, dass Sie die Dame als Patientin bei Ihnen in der Klinik hatten. Sie hat eine Brust-OP über sich ergehen lassen.
Und sieht voll verlassen aus. Ich habe mit der Dame Melissa ein Verhältnis gehabt, seit circa einem Jahr. Nachdem sie bei ihrer Patientin war. Aber irgendwann wurde mir das zu eng und sie hat überhaupt keine Rücksicht mehr auf mein Privatleben genommen. Okay. Es wurde mir zu viel. Sie sind verheiratet, so. Ich bin verheiratet, okay, richtig. Alles klar. Und weil es mir zu viel wurde und alles zu eng wurde, habe ich diese Beziehung beendet. Ja, okay. Und kurze Zeit später danach fing es an mit diesen Drohbriefen. Ja, ich habe, das kann ich Ihnen zeigen. Ah, hier. Ja. Und das sind jetzt alle, die Sie in den letzten Wochen bekommen haben? Das sind 4 Stück insgesamt. Und auf dem letzten stand, dass ich aufgefordert werde, 200.000 Euro an einen Kurier zu übergeben. Und würde ich das nicht tun, hat sie mir gedroht. Melissa war ja auch eine Patientin von mir, meine Frau davon zu unterrichten und auch meine Karriere als Schönheitschirurg kaputt zu machen. Ja. Und vor 2 Tagen habe ich Melissa beobachtet, wie sie etwas von mir in den Briefkasten gesteckt hat. Mhm. Und ich habe sie natürlich auch direkt an der direkt an der Figur erkannt. Ja. Und sie hatte auch so ein weißes, ein helles Teil an und ist dann mit so einem alten, olden Kleinwagen weggefahren. Haben Sie das Kennzeichen nicht gemerkt? Das wäre gut. Aufgeschrieben. Ja, dann können wir gleich mal eine Abfrage machen. Eventuell haben wir Glück. Ich habe es am Anfang sowieso nicht geglaubt. Und das ist KCL. KCL, ja. 3891. 3891. Und in dieses Fahrzeug ist die Dame eingestiegen. In dieses Fahrzeug ist die Dame eingestiegen. Zur gleichen Zeit gehen die Beamten der fragwürdigen Müllentsorgung in Köln-Weidenpesch nach. Der Bewohner behauptet weiter hartnäckig, dass es sich bei dem jungen Mann nicht um seinen Sohn handelt. Sie haben also gerade Ihr Inventar aus dem Fenster geworfen. Ja, war eine blöde Idee, gebe ich gerne zu. Ich war gerade in Rage und da musste schnell gehen. Und was heißt, musste schnell gehen? Warum schmeißen Sie denn überhaupt Sachen aus dem Fenster? Waren das Ihre Sachen? Ja, ich bin gerade beim Ausmisten, wie gesagt. Und zeigen Sie doch mal, bitte. Die Sachen? Von wo haben Sie das denn geworfen? Ach so, von hier. Die Sachen waren jetzt, die lagen hier alle so rum, aber die Sachen, die auf der Straße stehen, die sind vom Kinderzimmer. Die sind von oben. Ich dachte, Sie haben keine Kinder. Ich habe Kinder, aber die wohnen hier nicht. Doch, ich wohne hier. Du wohnst hier nicht? Ich wohne hier. Warte mal, der darf hier nicht rein. Schmeißen Sie den raus. Was stimmt mit dir nicht? Hallo. Hören Sie, oben liegen meine Sachen. Ja, ich habe aber gerade was gesagt. Ja. Wo liegen Ihre Sachen? Oben, in meinem Zimmer. Davon wollen sich Peggy Herrmann und Ben Decker nun erst einmal selbst überzeugen. Als der junge Mann seinen Personalausweis präsentiert, gerät der mutmaßliche Vater in Erklärungsnot. Berliner Straße 120, ist richtig. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Scheinbar hast nur du es vergessen. Ja, ist halt mein Sohn, mein Gott. Dankeschön. Ja. Dann erzählen Sie uns an so eine Räuberpistole. Ja. Langsam Zeit. Ich war beim Aufräumen, seine Klamottenlage im Wohnzimmer rum. Ich schmeiß doch gerade alle deine Sachen raus. Du hast mir Geld geklaut und... Ich hab dir kein Geld geklaut. Natürlich hast du mir Geld geklaut. Kannst du nicht einfach hingehen und meine Sachen aus dem Fenster schmeißen? Du machst nichts, du bist 28, du arbeitest nicht, du hängst hier immer nur rum. Dann fehlt mir auch noch das ganze Geld aus dem Portemonnaie. Mama hat gesagt, ich kann hier wohnen bleiben. Da kannst du nicht ankommen und sagen, ja, du musst jetzt einfach gehen und meine Sachen aus dem Fenster schmeißen. Dann erklär mir mal das Geld, was hier drin ist. Sind zufälligerweise genau die 180 Euro, die mir fehlen. Ja, das ist Zufall. Was soll ich dir sagen? Das ist nicht dein Geld, das ist mein Geld. Das ist dein Geld. Ja, das ist mein Geld. Genau die gleiche Zählung, die ich in meinem Portemonnaie habe, wo jetzt kein Geld mehr drin ist. Komm, erzähl mir nichts. Als würdest du das wissen. Also ist Ihnen das entwendet worden, ja? Ja. Was sind Sie denn so? Haben Sie noch mehr Sachen in Ihrer Tasche? Nein, nur noch mein Handy. Ich kann es immer so wegziehen. Darf ich da mal reingucken? Von mir aus. Also Ihr Handy. Was ist das hier? Das. Hast du da auch noch Pillen drin? Das heißt ja auch noch. Du Trottel, ey. Das sind keine Drogen. Das sind keine Drogen. Was ist das dann? Das ist schwierig. Das sind. Ja, lesen kann ich nicht, ist auf Chinesisch, oder? Ja, zumindest irgendwas Asiatisches. Da sind auch Pillen drin. Da habe ich sie gefunden. Das sind. Drogen gibt's auch noch. Das sind keine Drogen, das sind Potenzpillen. Ja, ich habe manchmal ein bisschen ein Problem und deswegen habe ich die gekauft. Und der Andi, das ist aber nur für mich. Und der René, die haben scheinbar alle Potenzprobleme oder wie. Das heißt, für mich sieht das jetzt so aus, als würden sie die Sachen hier verkaufen. Hier ist das Geld da drin. Da sind, guck dir das mal an. Mitten in die Vernehmung durch die Beamten platzt die Mutter des jungen Mannes.
Auch sie ist von der offensichtlichen kriminellen Energie ihres Sohnes zutiefst schockiert. Was hat er denn da? Was ist das? Eigentlich bist du nicht mehr mein Sohn. Du klaust mir Geld, du arbeitest nicht, du dealst mit dem Mann. Ich habe mir das Geld geliehen von ihm. Ich musste die Nummer bezahlen. Und da wollte ich es ihm natürlich auch zurückgeben. Mein Gott, das ist ja 180 Euro. Du machst hier so einen Aufstand. Ich hätte es dir zurückgegeben. Was hat's denn mit den Pillen auf sich? Die nerven mich die ganze Zeit. Geh arbeiten. Wo beziehen sie die denn? Mit was? Woher beziehen sie die denn? Aus China. Ich habe da aus China eine Seite. Hier kann ich Ihnen noch zeigen. Hier, das ist die Buchungsbestätigung. Da habe ich die eingekauft übers Internet. Von Ding-Dong-Pilz. Das sind aber Medikamente, die sie einfach aus dem Ausland Das sind verschreibungspflichtige Argumente, Medikamente, ne? Das geht so nicht. Und sie verkaufen die hier weiter, wahrscheinlich gewinnbringend, ne? Ja. Ja, okay. Dann sind wir erstmal im Bereich im Anfangsverdacht einer Straftat. Ja, das illegale Einfuhr von Betäubungsmitteln, von Arzneimitteln, steuerrechtliche Zollvorschriften, also und der Handel dazu, ne? Es ist zwar möglich, aus dem Internet Medikamente und so weiter zu bestellen, allerdings ist es nicht erlaubt. Das heißt, die Sachen gehen ungesehen höchstwahrscheinlich an den Zoll vorbei. Und wenn man damit handelt, beziehungsweise verkauft, um sich selber zu bereichern, liegt hier definitiv eine Straftat vor. Und da muss er sich für verantworten müssen. Weißt du mal, mit einer ehrlichen Arbeit. Richtig, das hat mir dir auch schon so oft gesagt. Sag doch, ich habe nichts gefunden. Und da, wenn ich Geld gehabt hätte, hättet ihr aufgehört, ständig zu stänkern. Klar, wenn du Drogen verkaufst, dass du dann keine Zeit hast, um mir mal einen Job zu suchen, um hier mal auszuziehen. Das haben wir dir nicht einmal, nicht zweimal, haben wir dir tausendmal gesagt. Der Mann muss sich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zeitgleich berichtet der Schönheitschirurg auf der Wache vom Beginn seiner Affäre. Die kam damals zu mir, wollte ihre Brüste vergrößert haben. Haben sie auch gemacht dann, ne? Was ich auch gemacht habe. Und vor einigen Tagen stand sie wieder bei mir im Büro und wollte... Vor einigen Wochen stand sie dann wieder da und wollte ihre Brüste verkleinert haben. Hat das einen bestimmten Grund gehabt? Hat sie das nicht gefallen? Oder? Das weiß ich nicht. Blicken Sie mal bei einer Frau durch. Erst groß, dann klein. Was soll man machen? Tja. Ja, nur ich habe ihr gesagt... Sie ist ja für Sie eigentlich vollkommen in Ordnung. Oder? Ich meine, Sie vergrößern Brüste, dann können Sie auch wieder Brüste verkleinern. Ich meine, für Sie ist ja auch ein Einnahmen, ne? Es ist doch keine Happy Hour. Ja, es kann ja nicht jeder kommen und sagen, mach das. Ne? Natürlich nicht. So, und dann war sie sauer. Um kurz abzukürzen, ich habe jetzt gerade die Halterfrage gemacht und Melissa Kolmar. Melissa Kolmar. Ja, da so hieß ihre Patientin oder so heißt ihre Patientin, ja? Ja. Das ist auch die Halterin des Fahrzeugs, was sie dann vor ihrem Haus gesehen hat. Dann habe ich doch recht gehabt, ist doch eindeutig. Polizeioberkommissar Daniel Klattmann gibt die Briefe an seinen Kollegen Mark Westerhofen weiter, damit dieser die junge Frau mit der Erpressung konfrontiert. Ich habe hier so ein paar Briefe, ob Sie vielleicht mir dazu irgendwas sagen könnten. Erstmal die Briefe selber, da gibt es 4 Stück insgesamt und die haben alle inhaltlich einen ähnlichen Bezug. Und zwar, wollen Sie sich das selber mal durchschießen oder Sie kennen das ja bestimmt, was da drin steht, ne? Darf ich mal? Sie kennen doch bestimmt, was da drin steht, ne? Geht ja hier um Erpressungen, 200.000 Euro und all sowas. Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Sie kennen die Briefe gar nicht. Sie sind nämlich beobachtet worden, und zwar, dass Sie mit einem Fahrzeug einen dieser Briefe in einen Briefkasten eingeschmissen haben. Das hat er beobachtet, ja. Und wenn Sie sich den Inhalt jetzt mal durchlesen, vielleicht erkennen Sie auch die Schrift. Wenn das Ihre ist, wäre das schön, wenn Sie das sagen, dass das Ihre Schrift ist. Das ist nicht meine Schrift, auf gar keinen Fall. Kennen Sie die Schrift denn? Und den Inhalt dazu, der ist ja auch ziemlich eindeutig, was damit gefordert wird, ne? Das habe ich nicht gemacht, das war ich nicht. Das ist nicht mal meine Schrift, das ist... Wer weiß denn davon alles? Ja, eigentlich meine Mutter. Ich habe eigentlich mit keinem sonst drüber geredet, weil es mir einfach mega unangenehm ist. Also ich schäme mich auch. Also keine Freundin, keine Nachbarin, das weiß nur Ihre Mama, ja? Ich hab's meiner Mutter erzählt, ja. Genau die taucht jetzt auf der Wache auf, nachdem ihre Tochter sie informiert hat. Mark Westerhofen entscheidet sich, die Parteien zu konfrontieren. Es kommt zur Gegenüberstellung. So, dürfen wir mal zu euch kommen hier? Ist ja nicht das erste Mal heute, ne? Ja, deswegen halt. So, da ist die Frau Kolmar und die Frau Kolmar. Ne? Mutter und Tochter. Ja. Ganz kurze Frage nochmal an Sie. Sie sagten ja gerade eben, Sie haben jemanden beobachtet mit einem Fahrzeug, das auf Sie zugelassen ist, glaube ich. War das richtig?
Auf Sie, genau, Melissa Kohlmann. Genau. Und dass da jemand einen Brief bei Ihnen im Briefkasten geschmissen hat. Das haben Sie ja beobachtet. Ich habe nur eine Frage. Kann es vielleicht auch sein, dass das vielleicht diese Dame war? Die, wenn das schon die Mutter ist, ne? Nein, die Frage ist, kann es auch sein, dass es diese Dame war? Natürlich ja, kann es auch diese Dame gewesen sein, okay. Aber für mich war es Melissa im ersten Moment. Ja, ja, gut, und Sie sehen sich ja auch ähnlich. Sie haben Zugriff auf den Schlüssel des Autos Ihrer Tochter und Sie fahren das Fahrzeug auch? Zwischendurch mal. Okay. Und Sie haben gerade selber gesagt, mit der Statur passt es auch. Also, wie sieht's aus? Ja, ich hab's geschrieben. Was? Oh Mann! Aber es war richtig. Was hält denn eigentlich ein? Nein, es war richtig. Mama. Es war richtig. Mama, das war... Nein, wirklich jetzt? Ja. Du warst das? Ja, klar war ich das. Meine eigene Mutter? Ja, was hat er dir denn angetan? Ja, die Frage ist, was hat er ihr angetan? Ja. Was? Ja. Sag mal, sind Sie eigentlich noch ganz sauber? Nein, ich, das ist richtig, was aber ich was gesagt habe. Aber was, wollen wir deine Karriere kaputt machen? Nein, ich find's okay. Was für ein Motiv haben Sie denn gesehen? Was hat er denn gemacht? Ja, was hat er meiner Tochter angetan? Gucken Sie doch mal. Sie wollte gar nicht solche Brüste haben. Was haben Sie in Ihrer Tochter? Sie kam zu mir, wollte solche Brüste haben. Man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ich hab's doch aber wegen dir gemacht, weil dir das doch so toll gefällt, so dicke Dinger. Ich hab das doch dir zuliebe gemacht. Jetzt hör auf rumzuspinnen. Was? Du wolltest doch große Brüste haben. Die ganze Familie scheint hier scheinbar rumzuspinnen. Also denke ich mal. Es ist richtig, was wir gemacht haben. Geklärt. Normalerweise musst du zahlen dafür. Wir müssen jetzt bloß ein bisschen auseinander. Willst du ihn erstmal hier behalten, dann gehe ich mit den Damen jetzt rüber. Wie ich sagen, ne? Kannst du ja mal belehren und mal gucken, was dann auf uns kommt. Okay, für Sie beide jetzt. Ne? Ich nehme jetzt Sie beide erstmal. Sind jetzt beide beschuldigt in einem Strafverfahren. Und alles das, was Sie jetzt aussagen, das werde ich auch schriftlich fixieren und festhalten. Das kann und wird in einem Gerichtsverfahren gegen Sie verwendet. Sie können sich einen Anwalt aussuchen, Ihrer Wahl. Wenn Sie keinen haben, dann werden wir Ihnen einen stellen. Die Mutter muss sich wegen versuchter Erpressung vor Gericht verantworten. Der Chirurg wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung.